So, German Top Team, Schmidt im schwarzen Outfit mit den weißen Streifen. Und auf der rechten Seite Gerhard in Hünfeld mit dem roten in seinen Shorts. Der ist bekannt dafür, diesen tanzenden, so nenne ich es mal, Bewegungsablauf zu machen am Anfang. Auch bei der Euro-Meisterschaft im Grappling hat er seine Gegner damit ein bisschen verwirrt. Heute lässt er es zum Teil bleiben. Beide fangen hier sehr ruhig an, verbrauchen keine Energie beim Griffkampf. Jetzt wollte das Bein haben. Potenzieller Heelhook. Potenzieller Heelhook, ja. Und da geht er auch schon. Oh, jetzt kann es gefährlich werden. Ja, wenn er sich aufrichten könnte, hätte er wahrscheinlich genug Druck. Ja, aus dieser Sicht natürlich wieder schwer zu sehen, ob der Griff sozusagen ganz drin ist und richtig sitzt. Ist natürlich immer eine frickelige Position jetzt mit der oder Situation in dem Fall mit dem geknickten Bein, also das kann ja wirklich innerhalb von einer Millisekunde passieren. Aus seiner Teamecke wird gerufen, das Bein gibst du nicht mehr her. Also er kämpft auch wirklich jetzt seit einer gefühlten Minute diesen Griff zu finalisieren. Aus der German Top Team Ecke noch ein paar Tipps, dass er sich nicht überanstrengt und alles versucht, noch knapp zwei Minuten. Ich sehe jetzt auch den Fuß, ganz sitzen wird das Ding nicht. Er muss einfach schaffen, sich aufzurichten. Oder das Bein wenigstens unter das Bein seines Gegners zu schieben. Ja, zur Seite. Jetzt, wenn er sich ein bisschen weiter zur Seite dreht und sein Bein, die Knie zusammenpresst, dann dürfte es eventuell reichen. Der Rashguard hilft natürlich auch in dem Augenblick, um mehr Reibung zu erzeugen, dass man das Bein nicht so einfach rausziehen kann. Beine zusammen. Aber jetzt hat das, nee, er schließt immer noch nicht. Was Gerhard machen könnte, er könnte eigentlich in den Arm reingreifen von der Position, anstatt die Schulter zu ziehen, wobei das hilft wahrscheinlich die rechte auch, Seite. Genau. Einfach in den Arm rein und den Griff ein bisschen zu lösen. Das sieht man jetzt von dem Kamerawinkel aus nicht, aber hinter das Bein. Jetzt geht er dran. Könnte sich sogar helfen, seinen Fuß rauszuschieben rein theoretisch. Aber noch scheint er sich in Anführungsstrichen wohlzufühlen. Die Zeit läuft ihm davon, da ist jetzt wohl
Die zweitgrößte Sorge neben der Submission. Also noch steht es hier 0-0. 40 Sekunden werden angesagt. Tin Hünfeld versucht nach innen zu gehen, um vielleicht rüber zu klettern, aber es sieht gerade nicht danach aus, dass das in der Zeit machbar ist. Auch von vorne könnt ihr den Arm eigentlich rausschieben ein bisschen. Kontrolliert zwar den einen Arm, aber könnte auch mal zum zweiten Arm gehen. Schöne Anweisung hier von Peter Angerer. Er sagt, bring den Ellbogen enger dran, um den Griff zuzumachen. Hier zum Ficker vorzugehen. Er braucht den Ficker vorher eigentlich gar nicht, sondern könnte einfach den Guillotine-Griff nehmen und damit zuziehen. Und da ist die Zeit um. Ja, Gertin Finfeld sichtlich enttäuscht. Und hier das Unentschieden offiziell angekündigt. Ja, haben sich beide, wenn man so will, neutralisiert. Also nicht viel Action, aber trotzdem sehr knapp.